Das wird nicht funktionieren. Lass den Truthahn in Ruhe. Das arme Ding ist... Ah! Ah! Aua! Lass das! Au! Verdammt, ich bring dich um, du Arsch! Schnell, Brian, er kommt! Wo ist er hin? Hier ist er nicht. Cleveland, wir müssen dich wieder zum Mann machen. Zuerst mal werden wir dich zu einem guten alten Wrestling-Turnier mitnehmen. Es geht nichts über ein paar auf die Fresse, um das Testosteron zum Kochen zu bringen. Ich muss wohl den Korok sein, denn ich sehe hier nur blöde Landeier rumsitzen. Oh, nimm das zurück, Macho Man Randy Savage! Macht dich das nicht so wütend, dass du ihm gleich eine reinhauen wirst? Nein. Gut, ihm vielleicht nicht, weil er so groß ist, aber willst du dem Typ neben dir nicht eine reinhauen? Ihm auch nicht, weil er auch so groß ist, aber er hat ja noch einen Sohn. Nimm das, Macho Man Randy Savage, du Arschgeige. Geile Party, Raul. Ich zieh dir dein ganzes Kokain weg. Das ist schon okay, Louis. Du kaufst einfach den nächsten Beutel. Das könnte ich mir nicht leisten. Weiß ich einen Weg, wie du Geld verdienen kannst. Eines Tages putzte ich einen Vogelkäfig und ein Pornoproduzent kam rein. Und den Rest wisst ihr. Also ich finde, wir hätten die Szene sehen sollen in... Der, egal, funktioniert auch so. Bin ich ein Porno-Baby? Nein, Stewie, das bezweifle ich. Ich meine, vielleicht ja, wahrscheinlich. Ich hab dir etwas zu sagen und es fällt mir nicht leicht. Ich bin schwul. Was? Nein, das ist unmöglich. Ich wollte dir eine perfekte Frau sein, dir vielleicht einmal die Woche Frühstück machen. Und ich hätte das wunderschön gefunden, wenn ich nicht so super-duper doppelschwul wäre. Oh, das ist furchtbar. Oh, nicht meine. Du wirst den Richtigen finden. Es gibt für jeden etwas, selbst für einen narzisstischen Pädophilen. Hey, Ma, haben wir irgendwo Kinderfotos von mir? Vielleicht in der Badewanne? Die scheren sich in Dreck um dich. Warum sollen wir uns um die scheren? Das Problem ist, ihr habt ein Verbrechen begangen. Und den Beweis dafür habe ich immer noch hier. Blöd, dass ich ihn verloren habe. Nachricht gelöscht. Sollte das irgendwas bedeuten? Ja, dass ich euch freilasse. Oh, das ist ja super. Ich hab's aber auch nicht verstanden. Hättest du auch gleich sagen können. Langsam bereue ich, dass ich die Nachricht gelöscht habe. Zu spät, Arschgesicht. Noch einen schönen Sommer, Joe. Hallo, Leute. 92,2% meiner Zuschauer haben mich noch nicht abonniert. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt weiterhin viel Spaß. Brian, kann ich dir Geld geben und du stellst mir einen Scheck aus, damit ich mir etwas aus diesem Modekatalog hier bestellen kann? Was willst du denn? Lass mich raten. Ihn. Wirklich? Warum sollte ich deinen Ex-Lover bestellen? Voll erwischt, Brian! Ach. Warum komme ich erst jetzt darauf? Jetzt kann ich immer das letzte Wort haben. Wie dieser Typ von der Bodenkontrolle bei der Mondlandung. Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Alles klar, Neil. Hallo Jungs, James hat morgen Geburtstag. Unterschreibt bitte mal die Karte. Wir sollen eine Karte für deinen Kater unterschreiben? Und schreibt nicht nur den Namen, sondern auch noch einen coolen Spruch. Ach, ich hasse es, wenn mir spontan was einfallen muss. Happy Mouse Day. Herzlichen Glückfisch, Peter. Danke, das ist super. Tja, ich muss los. Ich fahre nach Vermont, um ein Geburtstagsgeschenk für James zu holen. Da gibt's einen Laden namens Miautique, der total niedliche Sachen für Katzen verkauft. Ich muss los, Jungs. Was für eine Schwuchtel. Du hast dein Gedächtnis wieder? Aha, das ist gestern auf dem Rückweg vom Einkaufen passiert. Du bist gerade sehr unhöflich zu mir gewesen. Ich dachte, wir hätten was vereinbart. Ich weiß nicht, wer du bist und ich will es auch gar nicht wissen. Also geh ruhig weiter deinen Kunstrasen ausrollen. Das ist zufällig ein ganz edles Ziergras! Oh Mann, ich hab mein Gedächtnis wiedergefunden. Und ich erinnere mich, dass du mir völlig am Arsch vorbeigehst. Moment, wer sind sie? Hey, ich kenn dich. Gibt's ein Problem, Fremder? Na, wenn das nicht mein alter Todfeind ist. Chris, das hier ist Barbara aus deiner Klasse, in die du schon immer verknallt warst. Also ihr beide amüsiert euch jetzt und ich sorge für Gemütlichkeit. Ein berühmter Song von Men at Work. You come from a land down under. Women glow and men plunder. Sieh mich an, ich fahre einen Hyundai. Jetzt habe ich wirklich keine Idee mehr. Es gibt in der Stadt niemanden, der so frustriert und notgeil ist, dass er meine Schwester daten würde. Hey Leute, könnt ihr mein Handy nehmen und es in die Richtung halten? Ich mache einen Livestream von meinem Selbstmord. Ja, gern, Kevin. Weißt du, was es ist? Egoismus. Die Unfähigkeit zu erkennen, wenn ein Mensch jemand anderen braucht. Es ist ein Mangel an Empathie. Guckst du, dass ich richtig im Bild bin? Ich bin kein Profi, nerv nicht.
Ich meine, was ist los mit den Leuten, dass sie so kaltherzig sind und sich nur um ihr eigenes kleines Leben kümmern? Ist es an? Es ist so, wie du es mir gegeben hast. Ich will nur sagen, es gibt für jeden jemanden, wenn man nur bereit ist, sich zu öffnen. Augenblick! Siehst du das, Brian? Oh mein Gott, du hast recht! Kevin, bevor du das durchziehst, willst du vielleicht mit Mac auf ein Date gehen? Mac? Warum? Wir wissen, du hattest es nicht leicht, seit du aus dem Irak zurück bist. Es könnte deine Chance sein, jemandem zu helfen, der sich vielleicht genauso miserabel fühlt wie du. Okay, ich werde sie fragen. Klasse, ruf sie morgen an. Heute spielt sie in der Herbstshow, eine Ein-Personen-Version von Hair. Es sollte heißen, zu viel her. Ich bin mit dem Buch durch. Du hast meine Mom heute zum Weinen gebracht, Doug. Du bist kein sehr guter Freund. Ich werde ab jetzt nicht mehr auf dich hören. Ach ja? Ich sitze aber fest in deinem Kopffettsack. Und vielleicht krieche ich ja in dein Gehirn und mach das. Oh, okay, ich höre auf dich. So gefällst du mir. Jetzt schnapp dir der Schweineschmalz und schmier mir ein paar Kumpels ins Gesicht. Hey, was geht hier ab, Mann? Alles klar, Leute? Hey, ist ja eine echt coole Party hier. So, how did the birthday thing go? Amazing, Lois. I've even been asked to do a TED Talk. What is a birthday? I think it can best be understood by breaking down the word birth and day. Where the hell is everyone? Ah, okay, now it makes sense. Lass uns doch über Filme reden. Ich habe den neuen mit Tom Hanks gesehen. Oh Mann, ich liebe jeden Film mit Tom Hanks. Außer Philadelphia. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du da reinsetzt und dir denkst, oh Gott, der hat diese furchtbare, tödliche Krankheit. Ja, und AIDS ist wirklich eine beschissene Krankheit. Da muss man böse rumkrebsen. Rumkrebsen, dieses Wort hast du noch nie gesagt. Und ich habe euch noch nie gesagt, dass ich keinen Bumerang werfen kann, aber es ist wahr. Ich hab's euch gesagt. Bist du ganz sicher, dass das funktioniert? Das ist nicht das erste Mal, dass ich eine Sexpuppe steuere. Ich habe volle Kontrolle über deine Genitalien. Bist du sicher? Ja, pass mal auf. Sieht aus wie ein wild gewordener Feuerwehrschlauch. Lach nicht, das ist kein Spaß. Setz dein Sexgesicht auf. Okay, mein Sexgesicht besteht aus einem fiesen Unterbiss. Okay, Lois, ich bin soweit. Oh, Peter! Du würdest nicht glauben, was Patty für einen Körper hat. Eine Wespentaille, ein knackiger Po und Holz vor der Hütte. Mac, hey! Wie geht's dir heute? Hey, Brian. Cool, schön zu hören. Hey, wo ist Patty? Ich weiß nicht. Vermutlich zu Hause. Wow, du bist ja wirklich besessen von Patty. Du willst sie noch mehr, als ich das neue iPhone wollte. Wie läuft's? Gut, ich freue mich schon auf das neue iPhone. Was redest du da? Du stehst nicht vor dem Apple Store. Das ist ein super schwuler Club. Ja, klar. Ich gehe und du bekommst mein iPhone. Netter Versuch, Schätzchen. Moment mal, warum trägt der Typ Gefängniskluft? Oh nein! Luke, verschwinde! Joe, hier ist Peter. Zwei Sachen. Erstens, als ich neulich zu Besuch war, habe ich vergessen, Bonnie und dir zu sagen, wie sehr es mir gefällt, wie ihr die Wohnzimmermöbel umgestellt habt. Und zweitens, komm raus, da läuft ein entflohener Häftling auf der Straße. Tja, Peter, erstens... Vielen Dank. Ich gebe zu, ich war ein bisschen enttäuscht, als du neulich nichts über die neue Möbelanordnung im Wohnzimmer gesagt hast. Und zweitens... Oh mein Gott, ich komme!